Das freut doch richtig zu sehen. Ich habe wirklich gerade recht wenig zu tun. Ich hatte hier noch irgendwas vorzubauen. Weil die tragen das hier runter. Genau, wenn ich das Feld hier weitere. Auf jeden Fall muss ich hier noch eine Straße rüber machen. Habe ich noch ein bisschen Stein übrig? So ist also eher nicht. Mir wurde gesagt, Stein gibt es weiter unten, aber da würde ich jetzt noch gerne verzichten wollen, dass ich weiter nach unten buddel. So, mal schauen. Hier bin ich jetzt gerade in der Region. Und hier hinten wäre noch Stein. Aber ich möchte doch hier ein bisschen noch bleiben. Was man denn hier? Dass man dann mal sagen, wir minen uns mal den Weg hier durch. Und hoffen, dass wir keine Wasserader treffen. Sonst war das. Und die Anne, die buddelt hier mal durch. Oh. Wunderbar, wir haben Stein gefunden und sie hat Hunger. Na gut. Gloria und Joshi Boy trägt und lässt Alianor die Drecksarbeit machen. Naja. Aber na gut. Der war ja auch bestimmt gerade mit dem Waffenbau beschäftigt oder Rüstungsbau. Iron. Oh, wow. Da müssen wir schon einiges sagen. Was haben sie denn hier? Zwei Holzhelme brauchen wir natürlich, aber drei eiserne Helme und einen Brustpanzer schon mal. Und ich würde einfach mal sagen, den hier ist jetzt gerade. Hier geht es hier gerade das Holz aus, aber. Ah. Stimmt, da war ja noch was zwecks. Sehen, wie viel Eisen man hat und was haben wir? Gravel haben wir hier. Gravel, lass mich überlegen. Kann man mit Gravel nicht was Schönes machen? Etwas Dekoratives? Etwas. Nein, Gold? Eisengold? Eigentlich gedacht, man könnte. Bales? Nein. Autor? Ich bin mir sicher, man bekommt dafür irgendwas. Was haben wir hier? Oh! Ah, okay, es kommt alles nachher dran. Was wir jetzt machen werden ist, in einem gewaltigen Umfang hier alles rausminen. Weil ich das hier jetzt so radikal mache, naja, wenn wir unsere Haupträume und das wird auch weit in diesem Prinzip hier ablaufen, aber den Rest können wir eigentlich freimachen, denn im Endeffekt, wen juckt das schon groß? Machen wir erstmal ein bisschen. Denn wir müssen ja nach und nach eh die Wände hier reinziehen. Damit könnten wir eigentlich. Hier um die Masonry könnten wir doch jetzt mal auch ein paar Mauern bauen. Beziehungsweise. Persönlicher Raum. Dass wir hier noch sagen. Wenn wir hier am Planen sind. Sag mal, bin ich jetzt dumm? Ah ja, ich bin dumm. Hab das falsche Icon verwendet. Persönlicher Raum. Rein hier rein. Einen hier rein und einen hier rein. Dann dürft ihr noch nebenbei Holz klopfen. Und ja, ich beschäftige sie gerade ziemlich stark, aber ich habe ja auch recht viele Leute gerade im Moment. Also dürfte das schon okay gehen. Jetzt ein paar Betten. Wir können auch schon Knochenbetten machen, aber die lassen wir mal noch. Ich sehe gerade, eigentlich hätte der Gang Durchgang hier hingehen müssen. Aber hier haben wir jetzt unseren Minenkomplex. Ach, das passt schon. Das sind so kleine Minen, ist so Sonderräumchen. Bett, Bett und Bett. Dazu. Halt. Moment, da müssen wir nochmal rein. Kommode, Kommode, Kommode. Dekoration, ja, ich weiß, es ist nicht gerade das Schönste, was ich hier mache, aber naja. Büsche haben wir gerade recht wenig, also gibt es jetzt ein paar Kerzen, würde ich mal sagen. Hier und hier. Und damit sie sich noch heimlich fühlen, haben wir doch diesen schönen Torbogen gehabt, irgendwo zumindest. Welches?
Ah, hier. Und zwar diesen dunklen. Ich finde, der hat Stil. So. Kann man eigentlich das ja auch noch vorhin rausmachen. Haben wir das einfach hier ein großer Raum werden. Das brauchen wir nicht. Und hier eigentlich auch noch. Nehmen wir hier und einmal hier. Da überlege ich mir noch irgendwas, was wir da am besten hin machen können. Aber das Wichtigste, der Garten ist noch nicht komplett, schade. Das Holz ist schon recht weit abgetragen worden. Stein ist hier, liegt ja auch rum wie nichts anderes. Das heißt, wir können auch noch gleich einen weiteren Weg machen. Ja, hier rüber. Das ist doch schön. Dazu gibt es hier noch eine kleine Holztür. Und jetzt muss ich mir auf die Dachfarbe schauen. Eine Schmiede. Ich glaube, die machen wir blau, hatte ich doch gesagt, oder? Wobei grau hätte. Grau auf grau. Das soll man dann eher Militärgebäude grau machen. Ja, machen wir Ge Militärgebäude grau und machen wir die Schmiede blau. Es gibt zwar keinen richtig triftigen Grund dafür, aber auch egal. Hauptsache blau. Den Stein haben wir hier genug. Now trag dir mal ab. Und Eleanor, unsere kleine Kampfamazone, zumindest schon mal mit einem Holzschwert und mit einer Holzkappe ausgestattet. Wobei ich mir das so ein bisschen schmerzhaft vorstelle, so ein Holzhelm die ganze Zeit aufzuhaben. Also wäre mir ein gepolsterter Eisenhelm doch ein bisschen lieber, muss ich gestehen. Aber sie hält das aus, sie kann das. Nach dem Prinzip, Chaga, du schaffst es. Wenn hier ist Rauch, wo drin haben wir denn? Die fressen ja richtig alles weg hier. Alle, hopp. Alles abgrasen wieder. Das könnte auch der Grund sein. Ne, eigentlich, weil ich sie gerade zu viel beschäftigte. Ja, bla, wie blub. Pardon. Ich gebe ihnen gerade zu viele Aufgaben. Deswegen will es hier gerade nichts mit dem ab. Mit dem, ach, soll ich schon sagen, Puderzucker wegnehmen, aber nein, mit dem Mehl wegbringen. Aber ich habe ja eigentlich mein Ziel erreicht, ich habe jetzt hier 15 Leute. Und erst nachdem das alles getan ist, lasse ich sie wieder eine kleine Pause ein, beziehungsweise ich mache das Video offscreen, denn ich mache eigentlich nichts weiter, außer auf Stufe 3 zu schalten und irgendwas mir anzuschauen oder zu lesen, während die hier dann nach und nach eigentlich nichts mehr machen in dem Sinn. Was ich auch so, ja, so ein bisschen anprangere, sagen wir es mal so. Denn man weiß, man kann eigentlich nur neue Leute bekommen, wenn sie gerade nichts machen. Und ich stelle mir das später ein bisschen problematisch vor. Nur hier ruckelt es gerade ein bisschen. Denn wenn dann wirklich große Zivilisation da ist, also hier locker mal, sagen wir mal 50 Stück auf jeden Fall. Oh. Okay, also wenn ihr hier drauf drückt, kommt ihr zum nächsten und zum davorigen. Das geht hier auch mit dem Soldaten. Interessant, muss ich mir merken. Wo war ich gerade? Ach genau. Dass ihr später wahrscheinlich alle was zu tun haben, zwecks Nahrungsmittelproduktion und allem drum und dran. Aber man wird sehen. Moment, du bist Simon. Ach, er ist Simon. Ich hab. Ja, Stein aufheben. Jetzt bin ich mal gespannt. Wo will der hin? Wo ist hier jetzt ein Busch? Ich meine, hier ist ein Busch. Hier. Komm, abcutten. Simon? Ja. Das, nee. Es ist schön, dass es macht, aber
Und ich frage mich, warum Marie den nicht geholt hat. Egal, egal. Das sind Fragen, die muss man nicht können. Muss man nicht können, muss man nicht wissen. Wichtige ist, dass sie jetzt langsam mal alles sammeln müssen. Ja, die holen gerade hier hinten die ganzen Steine und alles ab, damit sie die Mauern machen können. Ja, schön, schön, schön. Fehlen nicht mehr viel. Wir haben mal 1, 2, 3 Mauern, wenn ich das richtig sehe. Ja, und danach muss unbedingt das hier ummauert werden. Denn die Mauern gehen eigentlich recht schnell, aber später mal für Wege und das ganze Zeugse ist doch besser, wenn sie ein bisschen schneller arbeiten können. Ist denn ja gerade sonst noch irgendjemand oben? Nein, gerade nicht. Was ich mich frage, müssten hier nicht auch ein paar Bäume? Doch, hier haben wir ein paar Büsche. Haben wir so viel ab. Und hier wächst irgendwie gar kein Busch mehr. Vielleicht wirklich wegen den ganzen Tieren, aber naja. Kann man später noch rausfinden. Jetzt sind wir so am Arbeiten und ich möchte auch mal gerne wissen, was Georgie Boy gerade macht. Georgie Boy ist mitten am Schleppen von Steinen. Und da reingetan, das finde ich schön. Wie schaut es denn derzeit mit der Bewaffnung aus? Militär, Waffen, Einwaffen. Es wurden drei Waffen angefertigt. Sie sind aber nicht hier drin und hier sind sie auch nicht. Irgendjemand muss doch jetzt die Waffen haben. Ich sehe auch nicht, ob hier was rumliegt. Und warum ist ein Hühnchen in der Schmiede? Was hat ein Hühnchen hier zu suchen? Fragen über Fragen. Aber auf jeden Fall sind die Sachen schon mal fertig. Okay, die Rüstungen brauchen hier noch etwas, aber die sollten eigentlich auch zum Großteil fertig sein. Wenn man den Angaben trauen darf. Ich habe das nicht zufällig mir nach Hause genommen, irgendwie hier so unter das Bett gestellt oder so. Nein, nicht. Okay. Schau schon mal, du hast doch was getan. Auch nichts da. Na gut, das sind die Waffen. Na gut, die können eventuell noch im Ofen drin sein. Weil sie auch gerade kein Eisen rausholen. Was habe ich denn hier so als Prioritäten eigentlich gesetzt? Backen, kochen, aufsammeln, Minen. Butchering, Wall Construction. Okay. Dann muss ich einfach nur wieder mal warten, bis sie ihre ganzen Aufgaben hier erledigt haben. Lauf, 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 lauf. Und Donald ist gerade auch schön. Wir könnten eigentlich mal hier noch ein bisschen nachschauen, wenn die eh jetzt rumvorwerken. Jetzt haben wir ja verschiedene Steinfenster. Ich möchte die eigentlich nicht kaputt machen. Da können wir eigentlich hier ein bisschen dekorativ zugange gehen. Haben wir denn noch ein bisschen mehr Steine? Ein Stein, zwei Steine, drei Steine, vier Steine. Eine Handvoll Steine haben wir auf jeden Fall noch. Busser schläft gerade. Sie hat es auch verdient. Georgie Boy ist wie immer unterwegs. Wir haben ja zumindest Materialanzeige für Holz 8. Das ist natürlich nicht so viel. Und jetzt haben sie gerade nichts mehr zu tun. Wir haben es echt geschafft. Sie haben nichts zu tun. Aber wo sind die Waffen denn? Es kann ja nicht ganz sein, dass irgendwie die Waffen verschwunden sind.
Oh. Moment, da fällt mir eigentlich ein. Haben wir Kohle noch? Hahaha, wir haben keine Kohle mehr.